Herzlichkeiten, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr euch fragt, wo ich gerade bin, das sieht doch sehr nach dem Spielplatz aus hier, oder? Mal einmal kurz zeigen. Hier ist der Spielplatz. Das ist meine alte Wohnsiedlung. Das habe ich das ein oder andere Mal in einem Song von mir erwähnt. Ich bin in einer Siedlung aufgewachsen. Das Ganze nennt sich die Kalbsiedlung und hier habe ich meine gesamte Jugend verbracht. Und das war der Spielplatz, auf den ich immer gespielt habe mit meinen damaligen Freunden. Hinter mir ist übrigens auch ein Kindergarten. Auf den Kindergarten bin ich früher gegangen. Und ich wollte einfach mal alte Zeiten Revue passieren lassen und bin deshalb hergekommen, dachte aber, ich nehme die Kamera mal mit. Ich zeige euch mal so ein bisschen, wo ich alles scheiße gebaut habe und was ich so gemacht habe. Und ist cool. Ich nehme euch mit. Das ist irre, ich laufe hier gefühlt 3 Schritte und kann mich an 1000 Sachen erinnern. Das ist Wahnsinn. Das ist übrigens eine Drehscheibe. Mein Gott, wie oft hat es mich da hingebrettert. Hängen geblieben. Und hier ist übrigens auch was. Da bin ich, haben wir einen Kumpel reingeschubst und der ist dann durchgefallen. Da war ein fettes Loch drin. Sorry an den Kollegen damals. Aber er fand es lustig, er hat gelacht. Ich hätte es vielleicht anders erzählen müssen, der ist nämlich, wir haben gewettet, ob der da durchkommt. Und dann hat er das nicht ganz geschafft beim ersten Mal. Und dann haben wir halt mehr oder weniger mit Anlauf und Schubsen ihn durchgebracht. So hätte ich es erzählen müssen. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Professor war, okay? Hier ist auch ein ganz entscheidender Ort. Hier haben wir echt oft rumgehangen, ganz besonders da auf der Schaukel. Wir haben eigentlich über Gott und die Welt gequatscht. Müsst ihr euch mal vorstellen, 12-Jährige, die über das Universum quatschen und wo ihr Platz im Leben ist. Und wisst ihr, was auch ganz gut ist? Hier standen mal, bei der Mülltonne standen mal 2 Bänke und ich habe mir an dieser Mülltonne das erste Mal in meinem Leben etwas gebrochen. Und zwar die Hand. Deswegen kann ich auch mittlerweile meinen Knochen so ekelhaft bewegen, dass es nicht mehr normal ausschaut. Weil das nie richtig oder anders verheilt ist, als es eigentlich sollte. Und in dem Gebäude hat meine erste Liebe gewohnt. Also nicht erste große Liebe, das nicht. Aber dass ich das allererste Mal in jemanden verliebt war. Und die hat hier gewohnt. Habe ich dann immer, da war ich das erste Mal wirklich so ein bisschen, naja, kann man ja nicht Liebe nennen, aber ihr wisst, wie ich es meine. Jetzt kommen wir zu einem der größten Highlights überhaupt. Ich bin ein Stück weiter gelaufen und, muss ich sagen, das da, der Garten, den ihr da seht, also der, ist tatsächlich, wer jetzt gedacht, da habe ich früher gewohnt. Und zwar ganze 15 Jahre. 15 Jahre meines Lebens habe ich da verbracht. Bis zum 15. Jahr, glaube ich. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall über 10 Jahre safe. Es ist krass, das alles wieder zu sehen. Das erweckt so viele Erinnerungen einfach. Die nächste Geschichte, die ich erzählen kann. Und zwar hier. An dieser Rutsche habe ich mir mein gottverdammtes Steißbein geprellt. Ja, ich habe mich auch verletzt. Ich bin sehr talentiert, was das anbelangt. Also wenn man natürlich in die Richtung weitergeht, ne? Also in der Richtung findet man einen kleinen Sportplatz. Und auf diesem Sportplatz habe ich das ein oder andere Mal eine Herausforderung zum Basketball erhalten. Haben wir, glaube ich, alle. Also meine Jungs und ich, sage ich mal. Da haben wir immer gespielt. Nicht immer gewonnen, aber immer gespielt. Das ist nämlich das Einzige, was ich früher wirklich konnte. Ich wusste immer nie, was ich wirklich für ein Talent habe, weil ich war irgendwie echt talentlos. Aber werfen, also zielen, das konnte ich schon immer gut. Und deswegen habe ich natürlich auch oft an den Korb getroffen, weil irgendwie zielen, da hatte ich kein Problem mit. Hatte ich noch nie. Ja, dieser Sportplatz hier, das war cool, weil da war ich immer davor gestanden und habe mich selbst bemitleidet. Weil ich war immer der Einzige, der, ich konnte keinen Fußball spielen. Ich war wirklich sehr talentlos, was Fußball anbelangt und dementsprechend dachte ich immer so, Alter, Mann, was kann ich eigentlich? Ich kann nicht mal Fußball spielen. Und dann habe ich immer vor dem Tor da gestanden oder vor dem Gitter und habe den ganzen Jungs immer beim Fußballspielen zugeschaut und habe mich immer selbst bemitleidet und habe gesagt, kann ich nicht so sein wie jeder andere auch? Ich komme mir so anders vor. Und mittlerweile weiß ich, anders ist besser. Und ich war früher auch immer ein bisschen neidisch auf diese Gärten hier. Weil die waren mega cool. Und ich wollte sowas eigentlich auch immer haben. Habe ich aber nie gehabt. Und hier kann man die ganze Aussicht sehen. Falls den einen oder anderen diese Aussicht nichts mehr sagen sollte,
Ich blende mal ganz kurz einen Clip ein. Du musst dir jeden Tag für deine Träume fighten. Dein Glück wird dich dann auch safe begleiten. Denn du bist, was du machst und nicht, was du sagst. Es gibt nicht auf und kämpfe das, was du magst. Richtig, denn das ist hier gedreht worden. Genau hier. Und übrigens, da ist das ist same. Gedreht worden. Darf ich vorstellen, ich bin same. Mein Name ist Max, doch alle nennen mich same. Ich rappe immer nur auf crazy Beats und dir gefällt es doch auch, also sing ich dieses Lied, Baby. Muss ich sagen, in der Gasse bin ich verprügelt worden. Das ist natürlich nicht ganz so sexy. Das ist das Lustige, darum wollte ich hier auch nochmal her, um euch zu zeigen, es gibt drei verschiedene Stellen, wo ich dreimal verprügelt wurde und dreimal auch von denselben Jungs. Das ist viel, was meine Eltern, glaube ich, gar nicht mal wissen. Ich wollte halt einfach cool sein damals. Weil in der Schule war ich es nie unbedingt. Da war ich immer so ein bisschen der Außenstehende und ich wollte einfach dazugehören und habe deswegen halt auch viel Scheiße mitgemacht und so. Aber macht es nicht. Falls es wirklich jüngere Zuschauer geben sollte, die mich verfolgen, macht so einen Scheiß nicht. Das bringt keinem was. Das bringt ganz besonders euch nichts. Anerkennung ist in der Schule nicht alles. Also wäre ich jetzt noch in die Richtung weitergegangen, dann wären wir noch zum Südstadtpark gekommen. Den hat man das ein oder andere in meinen Videos auch schon mal gesehen. Und noch ein anderer Sportplatz von einer anderen Schule. Da hätte ich euch auch noch mal 1000 Sachen erzählen können, wieder wie ich das Skateboardfahren gelernt habe und wieder mein erster richtiger Unfall auch passiert ist. Mit dem Skateboard richtig schlimm, aua. Und ey, ich kam die ganze Zeit nach Hause mit aufgeschürften Ellbogen und Beinen und Eieiei. Aber nie einen Helm tragen wollen, ne? Heute weiß ich es besser. Aber weiß man ja, wie das als Kind ist, ne? Helm ist ja uncool. Du musst ja richtig Babu sein. Mit Kopfverletzungen und dann auf der Straße verbluten. Aber ich war cool. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Aber heutzutage, die Kids kennen das ja nicht mehr. Die kennen ja dann nur noch am iPhone sitzen. Fortnite und Call of Duty. So Guys, dann wäre ja der perfekte Zeitpunkt gekommen, um diesen Vlog hier zu beenden. Dementsprechend wird es für mich an der Zeit, diesen Vlog hier zu beenden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann weißt du schon ganz genau, was du tun solltest. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann ist es mir egal und du machst es bitte trotzdem. Dankeschön. Haut rein, bleib fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Check NerdTV ab, das neue Format, check das ab. Bitte. Bitte. Ist übrigens ein neuer Song on. Ist ein neuer Song online. Ist ein neuer Song online. Hallo. Hallo!